Morgens um 6. Für Christina Schätzlein hier auf der rechten Seite beginnt die Frühschicht. Wie ist es ihren beiden Covid-Patienten in der Nacht ergangen? Das erfährt die 28-jährige Krankenschwester von ihrer Kollegin vom Nachtdienst. Dann bereitet sie die nötigen Medikamente vor. So, ich stelle es mir alles mal rein. Christina darf nichts vergessen, denn bevor sie das Zimmer der Corona-Intensivpatienten betritt, muss sie sich vor einer möglichen Ansteckung schützen. Unter anderem mit Plastiküberzug, Kopfhaube und gleich zwei Handschuhen. Deswegen macht man sich vorher auch seine Gedanken, was man alles braucht. Und muss da den Kopf auf jeden Fall schon dabei sein, dass man nicht gleich wieder aus dem Zimmer raus muss. Christina muss sich hier unter anderem um einen 88-jährigen Patienten kümmern, der beatmet wird und im Koma liegt. Thomas Heigl arbeitet ihr von außen zu, damit sie den Raum nicht verlassen muss. Heute ist noch ein angenehmer Tag, aber es gab schon viel, viel stressigere Dienste aufgrund der Anzahl der Covid-Patienten und auch die Tätigkeiten. Ein Patient kann auch mal reanimiert werden im Covid-Bereich oder ein Zugang, eine Abverlegung. Das haben wir jetzt heute noch nicht erlebt, aber mal schauen, was der Tag bringt. In 1-2 Stunden könnte sich die Situation komplett ändern, sagt Thomas Heigl noch und schaut zu seinen Kolleginnen für das Nachbarintensivzimmer rüber, die sich auch um einen beatmeten und ins Koma gelegten Patienten kümmern müssen. Kurz darauf die Visite. Die Ärzte müssen sich heute um 10 mit Corona infizierte Intensivpatienten kümmern. 8 davon waren nicht geimpft. Es ist so, dass wir im Moment halt schon viele Covid-Patienten haben, mehr als wir vor einem Jahr hatten, sodass die Situation noch nie so angespannt war wie jetzt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir halt Zeit hatten, uns vorzubereiten und dementsprechend dann auch die Patienten behandeln können und einige Patienten in auswärtige Häuser verlegt haben. Und dadurch gibt das schon eine deutliche Entspannung. Alle paar Stunden müssen beatmete und im Koma liegende Patienten gedreht werden. Bei diesem 88-Jährigen von der Bauch zurück in die Rückenlage. 1, 2, 3. Hier wird jede Hand gebraucht. Das ist für alle Schwerstarbeit. Alle Schutzkleidung muss vor dem Verlassen des Krankenzimmers abgelegt werden. Zur Sicherheit, dass das Virus nicht auf die Station kommt. Langsam geht's in Richtung Schichtende. Das ist schon eine belastende Situation, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich bin da komplett durchgeschwitzt. Und war jetzt auch anstrengend. Auch wenn es jetzt nur 2 Stunden im Zimmer waren, aber dann mal eine Verschnaufpause, was trinken, mal auf Toilette gehen, das schon, kann man ja dann die ganze Zeit nicht, wenn man im Zimmer ist. Und das, durch die Arbeitskleidung, das ist schon natürlich sehr, sehr anstrengend. Die Arbeit ist für Christina auch psychisch belastend. Das nimmt einen emotional natürlich mit. Aber man muss das versuchen auch, ja, man muss versuchen damit auch, das ist unser Job. Und da muss man einfach Professionalität auch zeigen, auch ob geimpft oder ungeimpft. Nach 8 Stunden, kurz vor Schichtende auf der Intensivstation mit Corona-Patienten. Jetzt wartet Christina nur noch auf ihre Ablösung. Morgen um 6 ist sie wieder hier.